Willkommen zurück und als allererstes, weil ich ganz oft jetzt angesprochen wurde, meine Herren, ich bitte vielmals um Entschuldigung für meinen Witz. Meine Damen, es sind nicht alle Männer so, nur ich bin offensichtlich so altmodisch und bin da völlig schmerzfrei. Alle anderen Männer sind völlig in Ordnung. Damit geht es weiter im Programm. Man hat uns Open Banking Ante Portas jetzt auf die Fahnen geschrieben. Herr Krautscheid hat schon eine wunderbare Einleitung in den vergangenen 25 Minuten gemacht, über was wir alles sprechen können. Und das Thema ist genauso vielschichtig wie alles, was wir heute Morgen schon diskutiert haben, weil für die einen mag es das Ende vom Banking, wie wir es in Deutschland kennen, sein. Für die anderen ist es Weiterentwicklung, ist es Herausforderung. Und da bin ich natürlich froh, dass ich als Moderator, als Journalist das nicht durchdenken, schon gar nicht verstehen muss, sondern dass ich Fragen stellen darf und bedanke mich ganz herzlich bei den Verantwortlichen der Deutschen Bundesbank, die hier in den kommenden Minuten für bestmögliche Unterstützung für mich gesorgt haben. Und das sind, ich fange mal an mit der Dame auf dem Podium, liebe Frau Dietze, Referatsleiterin im BMF, hier zuständig unter anderem für die Referate digitale Finanztechnologien und Zahlungsverkehr, wenn ich richtig nachgeschaut, von daher natürlich perfekt hier bei uns in der Runde. Andreas Martin, ein Bankenvertreter, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Banken, Volksbank und Raiffeisenbanken. Und Herr Martin, ich glaube, gemessen an der Kundenzahl sind Sie nur die zweitgrößte, gemessen an der Institutszahl natürlich die größte deutsche Bankengruppe. Also man kann es sich aussuchen, wie man sie gewertet haben will. Neben ihm Christian Schäfer, Direktor der Deutschen Bank, eingesprungen für Herrn Westerhaus, der, glaube ich, noch im ursprünglichen Programm mal stand, der leider verhindert ist. Christian Schäfer, Head of Payment Products and Solutions and Initiative Director des konzernweiten PSD2-Projektes. So habe ich es im Lebenslauf gesehen. Lieber Herr Schäfer, ich werde Sie natürlich nicht zur Bedeutung von Größenvorteilen und Skaleneffekten im Zahlungsverkehr fragen, das wäre so ein bisschen schwierig. aber Sie können natürlich ein Stück weit die Rolle von Timo Weber übernehmen, der leider gestern krankheitsbedingt absagen musste, Solaris Bank, ihm wurde strikte Bettruhe verändert, weil die Deutsche Bank ja quasi auf der einen Seite ein etabliertes Kreditinstitut ist, aber die PSD2 auch als Drittanbieter nutzt. Also ein bisschen vielleicht darf ich Ihnen so den Ball der Angreifer ab und an mal zuspielen. Last but not least, Frank-Christian Pauli, Referent beim der Verbraucherzentrale Bundesverband. Hier seit 2004 zuständig für den Bereich Banken mit den Schwerpunkten Kredit und Zahlungsverkehr. Früher, glaube ich mal, Schulden, Insolvenz und grauer Kapitalmarkt. Ich hoffe, es hängt nicht direkt miteinander zusammen, Herr Pauli. Also, ein Lobbyist, in Anführungszeichen Vertreter einer großen deutschen Bankengruppe. Ein klassisches Institut, der, wir haben gerade gesagt, Schiedsrichter oder der Spielverderber mitunter sogar im Sinne des Gesetzgebers und natürlich der Bedenkenträger, der immer wieder nach vorne schauen muss und sagen, was da alles kommen könnte. Eine ganz muntere Runde. Ich würde vielleicht so anfangen, setze mich zu Ihnen, dann habe ich Sie etwas besser im Blick. Frau Dietze, was würden Sie als größte persönliche Herausforderung sehen, die mit Digitalisierung zusammenhängt? Mal unabhängig vom Thema, über das wir reden wollen. Die Frage war nicht abgesprochen, meine Damen und Herren, deswegen müssen wir etwas Zeit zum Nachdenken zugestehen. Das ist nett. Vielleicht ist jemand der Herren schneller, dann... Ich glaube, ich habe meine Antwort schon, danke. Die größte persönliche Herausforderung ist tatsächlich in der Schnelligkeit, zumindest ein Grundverständnis von der Technik zu entwickeln, um wirklich dann auch gesellschaftspolitisch beurteilen zu können, was damit einhergeht. Technik ist ja erstmal neutral, die ist weder positiv noch negativ, die hat vielleicht Vorteile oder Nachteile. Die Bewertung, was sie für eine Gesellschaft bedeutet, was sie für uns persönlich bedeutet, was sie für eine Wirtschaft bedeutet, das ist eine, die dann wiederum Menschen vornehmen. Und dort so viel technisches Verständnis aufzubauen in der Schnelle der Zeit, um da eine adäquate Bewertung vornehmen zu können, das finde ich persönlich eine der größten Herausforderungen. Gut. Herr Pauli, sind Sie offen, was neue Technologien angeht? Also probieren Sie alles gleich aus? Oder wie sehen Sie eben Ihr persönliches Verhältnis zu Digitalisierung und Technik? Also ich denke, dass ich offen bin für Technik aber, und auch alles Mögliche ausprobiere und auch schon mit dem NFC-Element im Handy gezahlt habe, als das Ganze in den Kinderschuhen war und zur Markterhebung dann... Hat es geklappt?
Naja, es hat geklappt, allerdings zum Beispiel nicht in Schweden, die waren noch nicht so weit. Und es hat geklappt in meinem Supermarkt, wo mir irgendwann dann mal gesagt wurde, ach ja, Sie sind der mit dem Handy, was mir jede Marktuntersuchung an der Stelle dann sozusagen erspart hat. Was ich aber auch sehe, im Hinblick, also Digitalisierung ist für Verbraucher, hat jede Menge Chancen, aber wir müssen auch aufpassen, nicht jeder Verbraucher hat ein gleiches Verhältnis zur Digitalisierung und Digitalisierung stellt Verbraucher vor immer neue Anforderungen. Kommen wir gleich zu, wir sind auch auf der persönlichen Ebene, bitte. Und da kenne ich natürlich auch in meiner persönlichen Ebene, wenn ich an meine Mutter denke beispielsweise, die dann nicht selbstständig mehr alles machen könnte. Und deshalb ist es auch für mich persönlich so und eigentlich, wir müssen das hinbekommen auf eine Art und Weise, dass wir Digitalisierung schaffen, ohne jemanden stehen zu lassen. Mhm. Herr Dr. Martin, kommunizieren mit den Kindern über WhatsApp und mit den Eltern über Telefon? Ich habe kein WhatsApp auf meinem Smartphone. Letztlich ein Stück weit aus persönlicher Überzeugung, aber auch, weil wir eine entsprechende Policy bei uns verfolgen, dass auf dienstlichen Geräten WhatsApp entweder nicht zulässig ist oder nur in einer gekapselten Form. Also soweit meine persönliche WhatsApp-Erfahrung kann ich hier nicht beitragen. Aber ich spüre natürlich schon auch, dass ich einerseits gerne viel ausprobiere, das aber wahrscheinlich anders tue als jüngere Leute, die das ausprobieren, nicht weil sie sich vorgenommen haben, es auszuprobieren, sondern weil das einfach sozusagen zu ihm naturell geworden ist, Dinge auszuprobieren. Und wenn ich dann zum Beispiel die Wahl habe zwischen der kontaktlosen Karte oder der digitalen Karte im Smartphone, dann merke ich, wenn ich nicht drüber nachdenke, dass ich dann immer die kontaktlose Karte nehme. Aber das beruhigt mich dann wieder, wenn ich in Umfragen lese, dass es durchaus der Mehrheit der Bevölkerung so geht. Also ich speichere jetzt immerhin schon meine Flugtickets in der Wallet. Also das ist schon ein großer Fortschritt. Herr Schäfer, digital, wie digital sind Sie persönlich, unabhängig, wie gesagt, vom Geschäft? Wie ist Ihr Verhältnis zu Technik? Ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der Innovation früh ausprobiert. Was mich immer wieder überrascht, ist, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Ja. Apple Pay ging bei mir ruckzuck. Ja, das ist für mich ja ein normales, schon Kraft Amtes sozusagen. Als normales Bezahlverfahren, wenn ich auf WhatsApp zurückkommen darf. Meine Eltern, 86 und 88, seit sie ein Smartphone haben, in der WhatsApp-Gruppe sagen, sie waren noch nicht so gut informiert, was ihre 5 Kinder gerade machen, wie das mit WhatsApp ist. Also das geht auch in dieser Generation sehr schnell und von daher bin ich voll bei Herrn Pauli. Was immer wir an Lösungen machen, muss funktionieren für alle. So, das war sozusagen mal ein bisschen abklopfen, wie technikaffin wir hier sind. Hinein ins Thema PSD2 ist für mich mit und die Sicht- und spürbarste Folge der rasanten technologischen Entwicklung im Zahlungsverkehr. Ein bisschen, jetzt ist er weg, aber ich habe ein bisschen was haben wir schon gehört dazu. Bis September läuft die Umsetzungsphase. Frau Dietze, vielleicht an Sie, weil Sie haben die PSD2 ein gutes Stück weit federführend verhandelt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Kann man hier auch sagen, ein Kompromiss, über den jeder schimpft, ist ein guter Kompromiss? Sie brauchen gar nicht an und aus, das machen die Kollegen. Einfach sprechen, die passen auf. Also wie zufrieden ich mit der PSD2 bin, wird sich wahrscheinlich auch erst dann wirklich zeigen, wenn sie wirklich live geschaltet ist, sprich im September und wahrscheinlich dann auch ein paar Monate danach. Weil dann werden wir wirklich erst sehen, welche Effekte da sind. Im Moment werden sehr viele Befürchtungen antizipiert und es werden Prognosen über die Zukunft angestellt. Wirklich sehen, ob sie gelungen ist, wird man dann sehen, wenn man den Markt wahrscheinlich in ein paar Monate hat man erstmal entwickeln lassen. Wir sehen, dass das Interesse durchaus für Auslösedienste und Initiierungsdienste durchaus groß ist bei der BaFin, an Zahl der Anfragen und Anträge, die gestellt werden. Das sind vor allen Dingen tatsächlich auch der gesamte Fintech-Bereich, der da betroffen ist. Und das ist ja durchaus auch eine der Ziele, die die PSD2 hatte, nämlich eine Antwort auf die fortschreitende Digitalisierung zu bieten, die einen sicheren Raum ermöglicht, um auch Innovationen und damit auch dann innovative Anbieter in einem beaufsichtigten und regulierten Rahmen zuzulassen. Herr Grautschat hat ein wenig gespottet vorhin. Es gibt Beamte im Ministerium, die sagen, vor 5 Jahren haben wir schon angefangen, heute ist es endlich soweit. Ist dieser Umsetzung... 7. 7. Herr Brautschein, noch schlimmer. Hat dann aber auch gleichzeitig hinten dran geschoben und das im Sinne der Technik, das muss sich ändern. Kann man das überhaupt ändern? Ist der Gesetzgebungsprozess, wo viel Abstimmerei nötig ist,
gerade auch auf europäischer Ebene, überhaupt so verkürzbar, dass man in immer schnelleren Rhythmen reagieren kann auf Marktentwicklung? Also ich denke, das ist eine der wesentlichen Fragen, mit der wir uns auf jeden Fall beschäftigen müssen. Die PSD2 ist tatsächlich an der Stelle ein sehr gutes Beispiel dafür, wie lange man in einem digitalen Bereich braucht, von einem ersten Kommissionsentwurf, der, meine ich, 2012, 2013 vorlag, bis dann zur finalen Umsetzung der EBA-RTS, die jetzt zum September 2019 erfolgen. Und natürlich in einem digitalen Umfeld ist das ein Zeitalter. Da können Sie einem Beamten wahrscheinlich noch sagen, ja, geht doch. Aber spätestens, wenn Sie einen ITler fragen, dann fragt er sich schon, in welcher Welt man eigentlich noch unterwegs ist. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich ein Thema, was wir noch verstärkt im Blick haben müssen. Da gibt es keine leichten Antworten, um das vorwegzunehmen. Demokratische Prozesse lassen sich nur immer ein Stück weit verkürzen und beschleunigen. Okay. Sie werden ja auch erstaunlicherweise immer schneller, je größer der Handlungsbedarf ist. Auch das erleben wir. Also wenn es ganz dringend sein muss, kann es auch schneller gehen. Aber wie wir damit umgehen, das ist sicherlich eine Frage, die die Kommission und den europäischen Gesetzgeber gleichermaßen betrifft wie den deutschen. Und deshalb ist ja ein Ansatz, den wir auch immer wieder dort betonen, die Technologieneutralität von Regulierung, um halt gerade nicht in die Verlegenheit zu kommen, bei jeder neuen Entwicklung gleich das große Rad einer gesetzlichen Anpassung zu drehen, sondern möglichst in der Lage zu sein, Regeln zu schaffen, die unabhängig von der Technologie funktionieren können. Und das ist auch etwas, wo wir uns gerade drum verstärkt kümmern, wie wir zum Beispiel jetzt auch im Bereich Blockchain sehen und den digitalen Wertpapieren. Mhm. Herr Martin, auch da wieder kann ich mich auf Herrn Krautschat beziehen. Er hat es schon angesprochen, die Umsetzungsphase oder die Frist bis zum September war recht kurz. Er sagte, wir bemühen uns oder wir sind sehr bemüht, das alles einhalten zu können. Stand der Umsetzung aus Ihrer Sicht bei den Genossenschaftsbanken für die DK insgesamt, kriegen wir einen guten Übergang im September hin, damit Frau Dietze dann im Nachgang zufrieden sagen kann, hat alles gut funktioniert? Wir sind testbereit und stellen fest, dass so viele Testwillige gar nicht bei uns bei der Fiducia GRD anklopfen. Das ist für mich so das Zeichen auch, spannend mit Blick auf den 14. September. Schaffen das auch alle Beteiligten dieses, ja, es ist ja ein Ökosystem, auch zum gleichen Zeitpunkt fertig zu werden. Und das ist für mich so ein bisschen auch ein Lehrstück in der Gesamtdiskussion. Es wäre sicherlich besser gewesen, sich frühzeitiger zu überlegen, wie tief will die Verordnung regulieren. Sich frühzeitiger zu überlegen, wie ist genau der Auftrag an die EBA, wie tief soll dort auf Spezifikationsebene in Vorgaben hineingegangen werden. Und dann natürlich am Schluss auch die Frage, wie bekommen wir Standardisierung hin. Aber was, glaube ich, nicht geht, ist zu sagen, wieso haben wir jetzt keine einheitliche Schnittstelle in Europa? Wenn man das gewollt hätte, hätte man sie früher anstreben müssen. Jetzt haben wir als Banken investiert in das, was da ist. Wir sind hier ganz klar, ich glaube, in Deutschland insgesamt, aber auch als genossenschaftliche Finanzgruppe, dem Berlin Group Standard verpflichtet. Wir haben investiert und jetzt haben wir natürlich auch den Anspruch, dass alle sich bitte auch an diesen Fahrplan halten und nicht dann möglicherweise am 15.09. die Argumentation kommt, jetzt sind wir ja nicht fertig geworden und jetzt müssen wir die gesamte Regulierung nochmal von vorne anfangen. Mhm. Also das wäre dann wirklich eine Strafe für diejenigen, die rechtzeitig investiert haben und auch rechtzeitig produktionsbereit waren. Herr Schäfer, wird nachgebessert werden müssen, was die technischen Standards angeht in Europa, die nicht vereinheitlicht sind? Sie sind konzernweit für das Projekt verantwortlich, das heißt nicht nur in Deutschland? Das ist die Frage, wie man auf diese Frage schaut. Wenn Sie sich die Frage stellen, werden die Banken das, was regulatorisch gefordert ist und durch die EBA auch durch ihre Opinion Paper konkretisiert ist, liefern, ist die Antwort meines Erachtens ganz klar ja. In Deutschland besonders ja. Hier haben wir mit der Berlin Group und den entsprechenden Arbeitsgruppen der DK, glaube ich, gezeigt, dass wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten können und auch so eine Initiative und eine Regularie proaktiv im Sinne des Gesetzes umsetzen können, weil da stand ja gar nicht drin, ihr müsst einen Standard machen, das haben wir getan. Das ist uns auch wichtig. Wenn Sie die Frage beantworten aus der Perspektive der Kunden, dann möchte ich feststellen aus den Gesprächen, die ich mit großen Händlern habe und anderen Interessensgruppen, dass es ganz, ganz viele Funktionalitäten gibt, die diese Kundengruppen gerne hätten, die nicht in der PSD2 enthalten sind. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir nach dem September mit der Migration in eine zweite Phase einsteigen, wo wir Mehrwertleistungen entwickeln, um genau diese Bedürfnisse abzudecken und dann attraktive Produkte zu entwickeln,
die den amerikanischen und den ostasiatischen Angeboten, ich sag mal, sehr gut Konkurrenz machen können. Die Deutsche Bank, ich hatte es vorhin schon erwähnt, nutzt die PSD auch als Drittanbieter, sowohl im Retail als auch im Firmenkundengeschäft. Ist das genau der Weg, wo man sagen kann, es ist nicht immer nur Bedrohung, was kommt, sondern das ist immer auch Chance? Absolut. Also wir sehen die PSD 2 als eine ganz, ganz wichtige Regulierung, um Innovationspotenziale zu kreieren. Und natürlich haben wir als Deutsche Bank den Anspruch, diese Innovationspotenziale für uns und unsere Kunden zu realisieren. Auf der Privatkundenseite sind wir schon relativ lange Drittdienstleister. Der eine oder andere mag sich erinnern an entsprechenden Werbeplakaten, wo wir Kontoinformationsdienstleister sind. Das wurde von Kunden sehr gut angenommen. Die ökonomischen Konsequenzen im Sinne sind jetzt ganz, ganz viele Kunden zur Deutschen Bank gekommen, weil wir eben dieses multibankfähige Portal haben. Da bin ich ein bisschen bescheidener, ja, in der Aussage. Auf der Firmenkundenseite arbeiten wir sehr gut mit der Luftfahrtindustrie zusammen, mit der IATA, die dort Middle Office ist, für Alternativlösungen, Bezahlverfahren im Internet. Da haben wir die ersten produktiven Transaktionen abgewickelt. Das wird sehr, sehr positiv gesehen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen großen Händlern, die sagen, diese Art von Produktangebot finden wir ausgesprochen attraktiv. Und selbst wenn das vielleicht ein MeToo-Produkt ist, wünschen sie sich so ein Produkt von der Bank. Ja, und da würde ich auch Herrn Krautscheid zustimmen, dass die Verlässlichkeit der Bank und das Vertrauen, was Unternehmen und Privatkunden in Banken haben, auch in dem Bereich sehr geschätzt wird und entsprechend die Chancen, in dieses Feld einzusteigen, sehr, sehr groß sind. Herr Pauli, Komplexität nimmt zu, sage ich jetzt einfach mal. Wie viel muss der Endverbraucher am Ende des Tages wirklich von all dem verstehen? Im Moment ist es für ihn relativ einfach. Er hat seine Deutsche Bank, seine Volksbank, seine Sparkasse. Die kennt er, das Logo kennt er, das ist künftig anders. Wo sehen Sie Hindernisse? Oder vielleicht, wo äußern Sie Bedenken? Ja, also man muss wirklich sagen, es geht ja darum, sozusagen jetzt also Verbraucher sind erstmal Digitalisierung auch offen eingestellt. Mhm. Nicht? Das ist, dass das nicht missverstanden wird. Worum es geht, ist das, was wir beim SEPA-Prozess ja auch mit durchgemacht haben, sich zu überlegen, wo sind die Stolpersteine in diesem Prozess und kann man an den richtigen Stellen für Korrekturen rechtzeitig sorgen. Und das ist natürlich bei diesen neuen Produkten und bei der Frage, mit welcher Komplexität werden Verbraucher dort konfrontiert, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir erleben ja teilweise heute schon, dass Verbraucher überfordert sind mit gewissen Kombinationen von Zahlungsdienstleistungen. Also um zwei Faktoren zu nennen. Das eine ist, es muss sichergestellt sein, wenn wir wirklich in ein Open Banking kommen, dass für Verbraucher immer klar erkennbar ist und auch wirksam umgesetzt ist, dass es einen verantwortlichen Ansprechpartner gibt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wenn man zum Beispiel heute einen Verbraucher hat, der eine unbefugte PayPal-Zahlung aus Versehen eben nicht bei PayPal moniert hat, sondern weil er sich gedacht hat, ich kann die Lastschrift zurückbuchen und jetzt richtig Ärger damit hat, dann ist das etwas, wo jetzt jeder hier im Raum als Experte sagen würde, ja, das war auch der falsche Weg. Aber ein Verbraucher, der nicht so intensiv sich mit diesen Themen beschäftigt, weil Zahlungsverkehr ist eine völlige Nebensache für Verbraucher. Ne? Die konzentrieren sich, haben schon genug Aufwand, sich auf das, was sie bezahlen, zu konzentrieren. Der Zahlungsvorgang ist also tiefer gelagert. Und dann können natürlich solche Fehler passieren. Das heißt, ein Verbraucher muss eine ganz klare Erfahrungsebene haben, wie funktioniert das, muss wissen und darf nicht überrascht werden, wenn etwas anders ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Verbraucher eben da sicher laufen, nicht zu viel Wissen haben zu müssen, um das sicher umsetzen zu können. Mhm. Verbraucher sind in ihrer überwiegenden Eigenschaft vertrauende Verbraucher, das ist das moderne Verbraucherleitbild. Und sie sind nicht dumm, sie sind nicht naiv, aber sie sind halt nicht Experten in jedem Feld. Und solche Dinge können dann passieren und wir wundern uns und der Verbraucher wundert sich nicht, der ärgert sich nur drüber. Die müssen furchtbar beschützt werden. Genau, und dann ist es natürlich auch ganz wichtig jetzt bei den neuen Diensten, wenn wir den September ansprechen, es wird ja immer so schön gesagt, im Grunde nachher entscheidet der Business Case und die Customer Journey. Und was ist denn die Customer Journey? Da kommt ein Drittdienst auf die Verbraucher zu, die da noch nicht so viel gehört haben wie alle hier im Raum und sagt, ich will deine Zugangsdaten, damit ich dir eine Dienstleistung anbieten kann. Wahrscheinlich werden nicht wenige Verbraucher erstmal reagieren und sagen, das gefällt mir nicht, weil ich meine Zugangsdaten gar nicht herausgeben will. Einige werden es machen, einige werden es nicht machen. Mit der Zeit wird es sich einspielen und unsere große Sorge ist, ob wir mit dem Konzept, wie es bisher angelegt ist und ja auch von der PSD2 so vorgesehen ist, ob wir mit dem wirklich dauerhaft gut fahren,
weil nämlich irgendwann die Ebene reintreten wird, wo die Betrüger kommen und sagen, hier, nach dem Motto, ich bin ein Dienst, du kennst das ja, ich brauche deine Zugangsdaten, der Verbraucher fasst in diesem Moment nicht auf oder kann es auch gar nicht so sauber kontrollieren und gibt jetzt jemanden, der so aussieht wie ein zugelassener Dienst, seine Zugangsdaten und jemand macht dann den Unfug, den die Fischer bisher auch schon mit solchen Angeboten gemacht haben. Und deshalb müssen wir eben da auch weiterdenken. Sicherheit, Vertrauen, Verantwortlichkeit sind ganz wichtige Kriterien beim Umgang mit Open Banking. Frau Dietze, höre ich das richtig, dass trotz Regulierung und neuer Gesetze und Richtlinien die Sache für den Verbraucher unsicherer wird? Oder habe ich das falsch verstanden? Die PSD2 enthält eine Reihe von Maßnahmen, um den Verbraucher abzusichern. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Dienste gab es auch schon vorher nur unreguliert. Also das ist insofern Verbraucher... Also wird es jetzt eigentlich sicherer, wenn es reguliert ist, hoffe ich. Genau, also meine Meinung wäre auch, es wird sicherer, weil die Anbieter solcher Dienstleistungen, die gibt es auf dem Markt, die werden ja nicht mit der PSD2 erfunden. Im Gegenteil, die waren ja schon da und die wurden auch schon genutzt. Und die PSD2 ist eher eine Reaktion auf diesen bislang eher in einem, wir haben es immer so schön genannt, Graubereich tätigen Unternehmen gewesen. Insofern wird dadurch, dass die jetzt eine BaFin-Erlaubnis brauchen, Lizenz, eine Sicherheit eingezogen, auch für den Verbraucher. Hinzu kommt, und das ist das, was ich Anfang meinte, es wird mit der PSD2 eigentlich ein sicheres Umfeld geschaffen, genau für diese Dienstleister, kommt natürlich auch ein Haftungsregime, was es in der Form vorher nicht gab, das ergänzt wird, das dafür sorgt, dass der Verbraucher zumindest, wenn was schief geht, nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Herr Schäfer, wer haftet? Bank oder Drittdienstleister? Zunächst mal die Bank. Also die Bank bleibt der erste Ansprechpartner für den Konsumenten, okay, für den Kontoinhaber. Auch wenn ich die Zahlung über jemand anderen ausgelöst habe als das Kunde? Das ist so. Ja, okay. Das ist so. Deswegen sind wir auch besonders motiviert, sicherzustellen, dass unsere starken Kundenauthentifizierungsmerkmale eben sicher sind. Im Umkehrschluss haben wir im zweiten Schritt dann die Möglichkeit, uns bei einem möglicherweise betrügerisch Unternehmer unterwegs befindlichen Drittdienstleister uns zu erholen. Auch hier haben wir ein bisschen Komfort durch zwei Sachen. Zum einen müssen die Drittdienstleister sich bei uns digital ausweisen als lizenzierte Drittdienstleister. Das prüfen wir, ob das richtig ist. Und dann greift die Regulatorik und Aufsicht auf diese Dienstleister. Herr Pauli. Frau Dietze, wollen Sie was sagen oder Herr Pauli? Weil Sie gucken mich an. Ach so. Okay, Herr Pauli. Ich würde was sagen, um das nicht misszuverstehen. Es geht jetzt bei dieser Sorge und der Customer Journey, wie ich gerade sozusagen aus Kundensicht, aus Verbrauchersicht versucht habe zu schildern. Es geht nicht darum, dass wir Probleme erwarten mit den Diensten, die zugelassen sind. Das ist nicht das Thema. Aber wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass man ein Hochsicherheitstor aufgebaut hat mit den APIs, wo auch ganz, ganz viel bedacht worden ist. Aber irgendwie hat man vergessen, dass um dieses Hochsicherheitstor rum immer noch so eine Art Jägerzaun steht. Nämlich der Jägerzaun der normalen Zugangsdaten. Also diese Ideen müssen weiterentwickelt werden, dass man letztendlich irgendwann die Sicherheit wirklich beim Verbraucher hat, zu sagen, muss ich mit meinen wirklichen Kontozugangsdaten, die ich auch selber im Online-Banking nutze, muss ich mich damit bei den Drittdiensten anmelden, auch auf die Gefahr hin, dass es wirklich ein kompletter Betrüger ist. Da ist dann kein Anbieter in der Verantwortung, es gibt keine Haftungsregelung dafür, sondern im Gegenteil, die Haftungsregelungen, die bisher den Verbraucher gut schützen, können sich gegen ihn wenden, weil der Verbraucher ja sozusagen Daten unbefugt weitergegeben hat. Dieses Risiko sehen wir, dieses Risiko ist da und dieses Risiko kann im Grunde auch verändert und vermieden werden, indem man einfach bei den Sicherheitskonzepten weiterdenkt, weiterentwickelt, ist in vielen anderen Bereichen in der digitalen Welt auch längst schon geschehen. Und das ist halt das Problem, dass die PSD2 das momentan nicht zulässt von der Regelung, wie sie dargestellt ist. Jedenfalls wird darüber diskutiert und da müssen wir weiterkommen. Das muss sicherer werden. Also ich glaube, das ist völlig richtig, was hier gesagt wird. Diese Dienste sind schon da. Es ist auch absolut wertvoll, dass sie reguliert sind und dass sie nicht mehr völlig im regelungsfreien Raum sind. Aber es gibt noch so kleine Problemstellungen und zum Beispiel, das wäre eine Problemstellung, wo viele Verbraucher uns jetzt schon äußern, dass sie da Unbehagen fühlen. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil dieses Risiko gibt es halt doch. Frau Dr. Dietze, Sie runzeln die Stirn, Unbehagen berechtigt. Naja, also Sie haben ja nicht nur sozusagen diesen kontrollierten Zugang, Sie haben ja noch parallel die starken Kundenauthentifizierung, die gerade im Internet oder Online
Banking, aber auch E-Commerce dazu führt, dass sie mit einer starken Kundenauthentifizierung versehen eine dynamische Verlinkung haben, was einen zusätzlichen Schutz generiert, was sozusagen auch dem Szenario, was Herr Pauli hier gerade geschildert hat, ein Stück weit entgegenkommt. Die PSD2 schränkt nicht ein, Verfahren noch sicherer zu machen. Also sie verbietet es nicht, Verfahren sicherer zu machen. Also man kann mehr tun. Man kann immer mehr tun, das können Banken auch so oder so machen. Und da geht die Entwicklung ja auch ganz deutlich hin. Es ist ja ein Minimumstandard, der gesetzt wird. Und es ist ja auch so, dass sie da keine spezifische Technik vorgibt. Also wenn es sichere Technik gibt, dann kann die durchaus verwandt werden. Dr. Martin, vom Jägerzaun zum Hochsicherheitszaun. Wer zahlt das? Es gibt immer wieder Diskussionen um die Kosten für die Infrastruktur. Haben wir zwei auch schon öfter drüber gesprochen. Hilft die PSD2 jetzt in der jetzigen Form oder wie könnten Lösungen aussehen, die Sie als betroffene Kreditwirtschaft, Herr Schäfer, ganz genauso vielleicht etwas zufriedener und glücklicher reinschauen lassen? Gut, ich denke, so wie die PSD2 angelegt war, ist jetzt das auch Ergebnis nicht überraschend. Nämlich, dass sicherlich einerseits die Investitionslasten sehr stark bei den Banken selbst liegen und auch natürlich, Sie haben es ja angesprochen, auch das Thema Regulierung von Schäden. Selbst wenn man sich hinterher erholen kann, ist das zunächst mal ein Aufwand, der bei uns liegt. Und natürlich gleichzeitig auch die Vorgabe, dass die Drittdienstleister nicht durch Entgelte der Banken direkt belastet werden dürfen. Also haben wir hier schon sicherlich sowas wie eine mangelnde Symmetrie, die, muss man halt immer noch mal sich in Erinnerung rufen, aber auch ja politisch so gewollt war. Also tritt natürlich auch jetzt dieses Ergebnis ein. Ich glaube, das ist etwas, was für künftige Regulierungen beachtet werden muss. Und wenn wir dann über die PSD2 hinausdenken, ich denke, dann muss vollkommen klar sein, dass dort auch, Herr Krautschert hat es schon angesprochen, dass dort auch Business-Case-Möglichkeiten entstehen für diejenigen, von denen man erwartet, dass sie investieren sollen. Ich glaube, das ist so ein Element, was wir als Lesson Learned aus PSD2 unbedingt verbuchen sollten. Das kann ich nur so wiedergeben und bestätigen. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir als Industrie proaktiv bleiben in diesen Themen. Wie wir das in der Implementierung getan haben, beispielsweise über gemeinsames Definieren von Standards, Zusammenarbeit, dass wir jetzt das Spielfeld erweitern, ja, und die sich daraus ergebenden Chancen nutzen und die PSD2 als einen Impuls des Gesetzgebers sehen, uns in dem Bereich Open Banking aktiver zu tummeln. Und wenn wir das machen, mit Geschäftsmodellen hinterlegen, in einem Scheme verorten, wo dann auch alle Beteiligten Spaß dran haben zu verdienen, dann kann das funktionieren. Ich glaube, es wäre ein sehr, sehr großer Fehler, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen eine PSD3 oder wir brauchen eine RTS2 oder wir brauchen dann entsprechend Open Banking Regulierung für andere Assetklassen. Ich glaube, darüber werden wir in Europa einfach nur sehr, sehr viel Zeit verlieren, weil wir uns primär damit beschäftigen, was sollte in diesem Gesetzestext stehen und nicht damit beschäftigen, wie können wir an der Kundenschnittstelle relevant sein. Ich glaube, das ist für mich die wichtige Nachricht. Wir müssen uns darauf fokussieren, wie wir an der Kundenschnittstelle relevant bleiben und sehen Gesetzgebung vielleicht eher flankierend als in dem Fall jetzt wieder bei der PSD2 konkret intervenierend. Ich glaube, das sollten wir vermeiden. Gut, Herr Krautschert hat ja selber gesagt vorhin schon, die anderen schlafen ja nicht und die anderen haben andere Stärken. Jetzt nicht die Banken, sondern eben Tech-Giganten oder wie wir sie nennen. Die Deutsche Bank arbeitet sehr zeitnah schon mit Apple zusammen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ist das partnerschaftlich, die Zusammenarbeit, oder muss man sich hier dem Giganten in Anführungszeichen stark unterordnen? Wenn Sie auf die Tech-Giganten schauen und mit denen persönlich sprechen, wie ich das jetzt persönlich selbst letzte Woche getan habe, muss man die sehr, sehr stark unterscheiden. Ja, die haben alle unterschiedliches Profil und Verhaltensmuster. Wenn Sie mit einem Unternehmen wie Apple sprechen, denen geht es nur darum, die Welt besser zu machen. Ja, die wollen behaupten natürlich Sie. Geld. Das behaupten die. Wenn Sie mit denen sprechen, es geht primär darum, dass Sie gute Kundenerlebnisse generieren. Ich glaube, im Bereich Bezahlverfahren würden die es attraktiv finden, wenn sie von ihren Kreditkartenkosten runterkommen. Ja, um es mal ganz blond zu machen. So. Wenn Sie sich andere Tech-Giganten anschauen, vielleicht im Handelsbereich, die sind deutlich aggressiver unterwegs. Ja, da läuft es nicht so partnerschaftlich und kooperativ, wenn Sie mit denen sprechen, wie das vielleicht bei einem Unternehmen wie Apple ist. Ja, und dann muss man vielleicht auch nochmal abschichten zwischen US-amerikanischen Unternehmen, wo die jüngsten geopolitischen Verschiebungen zu einer anderen Sichtweise kommen, als es vielleicht mit asiatischen Unternehmen der Fall ist. Also ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen, wie man die Unternehmen einzuordnen hat. Herr Pauli, was macht Ihnen eigentlich die größere Sorge? Die etablierte Kreditwirtschaft, die Sie nun seit 15 Jahren intensiv begleiten und kennen,
oder eben diese neue Welt des Open Banking, der Digitalisierung, der Tech-Giganten, die im Grunde genommen nur Daten abgreifen wollen? Ja, mit was können Sie besser umgehen? Was macht vom Bauchgefühl her erstmal. Also ich glaube, die Frage ist falsch zu sagen nach dem Motto, dass man sich von dem einen oder anderen mehr Sorgen machen muss. Man muss sich natürlich als Verbraucher muss man sich die Frage stellen, womit verdient jemand sein Geld? Wenn ich bei einer Bank bezahle für die Kontoführung und Zahlungen mache, dann weiß ich bezahle das und die haben dieses Interesse und so funktioniert das Geschäftsmodell. Und eine Frage, die sich bestimmt nicht jeder Verbraucher stellt, aber die sich jeder Verbraucher stellen sollte, ist bei den neuen Diensten, was ist der Gegenwert? Warum bieten die mir das an? Warum gibt es das umsonst? Und da wissen wir natürlich, dass wir keine Erfahrung bisher oder dass wir nur erahnen können, welche Erfahrungen von einem sehr eingeschränkten Erfahrungswert, welche Interessen, welche Möglichkeiten es gibt. Und wir müssen natürlich auch alle sehen, Zahlungskontodaten sind natürlich so unter dem Gold der Verbraucher wahrscheinlich das Platin, weil da ist ja wirklich alles hinterlegt. Ne? Da sind die privaten Informationen, die beruflichen Informationen, von woher bekommt jemand sein Geld, wie oft ist er beim Arzt, wo und wann zahlt er, die Metadaten eingeschlossen. Also es ist ein richtig reicher Datenschatz, aus dem man unheimlich viel herauslesen kann. Und wenn es schief läuft, dann eben auch herauslesen kann, um zum Beispiel durch individualisierte Preisbildung sogar auch ganze Wettbewerbskreisläufe zu stören oder zu beschädigen. Ja. Und das bedeutet, dass man da schon aufpassen muss, aber dass es eben auch darauf ankommt, dass Verbraucher möglichst gut steuern können. Und dann kommt es wieder darauf an, auf diesen technischen Dingen, über die jetzt diskutiert wird, die jetzt etabliert werden, wie gut kann ich als Verbraucher das eigentlich steuern, wie gut kann ich das beeinflussen. Läuft es darauf hinaus, dass ich irgendwo, weil ich doch verschiedene Dienste mit der Zeit in die Digitalisierung umsteige, ganz, ganz vielen Diensten meine Zustimmung irgendwie gewähren muss praktisch, um am Markt normal teilnehmen zu können und dann zum gläsernen Verbraucher werde, oder kann ich das bewusst auch, kann ich dem auch bewusst gegensteuern? Und da ist dann auch immer der Punkt, wir haben viele Technologien und viele Ideen, die sich entwickelt haben, aber nicht immer ist das, wie gesagt, auch im Grunde im Nutzinteresse der Verbraucher, und die Verbraucher reagieren unterschiedlich drauf. Sie alle kennen das. Manche Dinge und manche Innovationen werden bisher komplett liegen gelassen, obwohl sie eigentlich vernünftig von der Betrachtung her sind. Andere Innovationen erfahren auch einen gewissen Hype. Wenn ich jetzt gerade an Apple Pay denke, die sind ja nun als letzter mit dem NFC-mäßigen Zahlen mit dem Handy auf den deutschen Markt gekommen, wirklich als letzter. Google waren, glaube ich, 3-4 Monate früher dran. Und die Banken waren vorher dran, die Telekommunikationsunternehmen waren noch früher dran. Mhm. Weil wir über das Beispiel vorhin schon in der Einstiegsfrage gesprochen haben, ich nenne jetzt keine Namen, aber die App meiner Bank funktioniert jetzt zum zweiten Mal nicht mehr mit dem NFC-Element. Irgendein Fehler, es dauert monatelang, bis es dann wieder ein Update gibt und dann funktioniert es. So kann man natürlich solche Technologien auch zerstören. Ich muss allerdings auch als Verbraucher sagen, es ist eigentlich auch ganz sympathisch, nicht alles nur auf das Smartphone zu setzen. Das kann ja auch mal defekt und kaputt sein oder gestohlen worden sein. Zu wissen nach dem Motto, dass ein Update, wenn ich im Urlaub bin, meines Handys, das irgendwie über Nacht gelaufen ist, nicht die Funktionalität von wichtigen Zahlungsinstrumenten vernichten könnte, sondern dass ich eine Karte habe, die auch so funktioniert, die auch kontaktlos funktioniert, ist dann eigentlich schon auch ein Mehrwert. Das heißt, irgendwo, also es gibt eine Menge technische Möglichkeiten und die muss man, ja, muss man neutral am Kundennutzen bewerten. Und es ist nicht nur der Business Case im Sinne von, was kann ich damit verdienen, sondern es wird das zünden, was wirklich den Mehrwert für den Verbraucher, für uns Nutzer letztendlich erzeugt. Und wenn dieser Mehrwert eben für Verbraucher fraglich ist, dann bleibt es halt auch liegen. Der Verbraucher ist letztendlich der letzte Schiedsrichter in diesem Markt und er hat schon sehr, sehr häufig im digitalen Zahlungsmarkt in Deutschland gesprochen. Und das liegt nicht daran, dass die digitalen Neuerungen nicht auf dem Markt gewesen sind, sondern es liegt daran, dass sie eben nicht den Nutzwert der Verbraucher entsprochen haben. Herr Schäfer, Sie haben vorhin gesagt, die Googles und Apples wollen einfach die Welt verbessern. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, manche von denen. Das nimmt man nur der Kreditwirtschaft nicht so wirklich ab in letzter Zeit. Da bin ich froh, dass Sie mich dazu ansprechen. Man hat vielmehr den Eindruck, dass hier die etablierten Banken alle miteinander so ein bisschen dem Zug, der ins Rollen gekommen ist, schneller als man vielleicht vor 5 Jahren sich hätte denken können, hinterherlaufen müssen. Wie kann jetzt Boden gut gemacht werden in diesem Wettbewerb? Was sind Ansätze, wo Sie sagen, wir können den Verbraucher wirklich überzeugen mit unseren Leistungen, unseren Produkten, dass wir mindestens genauso gut und kundenfreundlich, wenn nicht besser sind? Ich
glaube, muss passieren? Ich glaube, vielleicht noch ein bisschen zurückblickend, warum war das schwierig für uns? Oder ist teilweise auch noch schwierig, es ist die Interessenslage. Sie haben nun zwei Seiten. Sie haben die Firmenkundenseite und die Privatkundenseite. Und da gibt es existierende Ertragsportfolien und es gibt Chancen. Und das auszumoderieren in den Häusern ist nicht ganz einfach. Und in der Industrie auszumoderieren, das ist auch nicht leicht. Wenn ich mir jetzt anschaue, die ERPB-Arbeitsgruppe, die sich mit dem SEPA-API-Scheme beschäftigt, und seit einem knappen halben Jahr unterwegs ist. Der eine oder andere von Ihnen, der dabei gewesen wäre, wäre sehr überrascht gewesen, wo die Innovationstreiber herkommen. Da würde ich sagen, das waren ganz stark die Händler zusammen mit den Banken, die die Ideen nach vorne gebracht haben. Und man vergleicht ja immer Banken so ein bisschen mit so dem Schwertanker und Fintech so mit dem Schnellboot. Also im Moment habe ich ganz stark das Gefühl, dass der Tanker ausgerichtet ist und nicht zuletzt auch aufgrund von Hinweisen von Herrn Balz und Herrn Mersch in den Reden, die wir uneingeschränkt so teilen, ja, in der Marktwahrnehmung, sind wir noch im Gas geben. Ja, so der eine oder andere Fintech, der sagt, oh, ich möchte mich jetzt erstmal auf die Migration konzentrieren, und die Banken sagen, nee, wir wollen jetzt hier nach vorne und wir wollen relevant bleiben. Von daher glaube ich, dass das Schiff in die richtige Richtung läuft und wir noch beim Gas geben sind. Herr Martin, wie groß ist die Gefahr, wenn einem Fintech mal was Ernstes passiert? Im Sinne der Imagewirkung nach draußen, dass plötzlich doch nicht alles sicher ist? Das kann ja auch nicht im Interesse der Kreditwirtschaft sein. Ich möchte das nochmal gerade vertiefen, wenn ich darf, noch für einen Moment. Ich glaube, dass wir in der Tat zwei Themen haben. Das eine ist natürlich schon vielfach besprochen, sind wir wirklich immer ausschließlich unter Kundenbequemlichkeitsgesichtspunkten aktiv oder haben wir häufig unsere Systemwelten im Kopf? Und ich glaube, dass wir da noch mehr tun können. Wir sehen, dass wir dort, wo wir Dinge zusammenführen, auch erfolgreich sind. Ich nehme mal unser elektronisches Postfach, wo wir natürlich alles drin haben, den Kreditkartenauszug, den Auszug der Union Investment, Anlageprodukte. Und dort, wo wir Dinge zusammenführen, unter einem Zugriff, dort sind wir erfolgreich. Das ist natürlich etwas, was sicherlich auch schon mal mit Perspektive Open Banking ein wichtiger Merkposten ist. Und auch unter dem, was Herr Krautscheid vorhin angeführt hat, wie bringen wir eigentlich unsere Angebote an den Kunden? Möglichst so, dass er sich nicht mehrere Passwörter merken muss. Mhm. Möglichst so, dass er möglichst viel auf einer Vereinbarung bereits tätigen kann. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den müssen wir einfach auch tatsächlich noch mehr verinnerlichen. Auf der anderen Seite würde ich auch noch mal sagen, dort, wo wir so viel schon auch tolle Dinge ausgeliefert haben, würde es der Branche auch nicht schaden, ich nehme niemanden aus, mit noch mehr Begeisterung darüber zu sprechen. Und das hat was natürlich zu tun mit unserer Kultur, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diese Dinge wirklich auch selbst zu nutzen, sie wirklich auch aus voller Überzeugung Kunden zu empfehlen und auch noch innerhalb unserer Marketingbudgets einfach noch mehr Raum für diese Lösungen einzusetzen. Also ich glaube, das ist etwas, wo wir dran arbeiten können. Ihre Frage noch mal ganz kurz. Ich glaube, das ist kein Szenario, über das wir jetzt groß reden oder richten sollten. Ich denke mal, es ist Interesse des Ökosystems als Ganzem, dass wir nicht Verbrauchervertrauen erschüttern. Genau. Und da kann es jetzt auch nicht so etwa eine Abwägung geben, naja, wenn was bei Fintechs passiert, dann ist es nicht so schlimm, als wie wenn es bei Banken passiert. Ich glaube, hier sind wir alle zusammen aufgerufen, darauf zu achten, dass möglichst wenig passiert. Gut. Was macht Sie so zuversichtlich, dass Banken nicht eben genau die Schnittstelle zum Kunden verlieren, Banken, Sparkassen, Volksbanken, im Sinne des Open Banking, wenn wir es weiterdenken? Weil Idealvorstellung ist ja, Kunde hat ein Konto und drumherum ganz viele verschiedene Dienstleister. Droht die Gefahr, dass eben andere künftig das Geschäft machen, wovon Sie heute leben? Nämlich, Sie leben ja nicht mehr nur von den Kontoführungsgebühren. Wie ist das zu verhindern? Ich meine, dass die Gefahr da ist, kann, glaube ich, niemand bestreiten. Umso wichtiger ist es, dass wir das Konto in den Mittelpunkt stellen. Das Konto ist es ja schon. Bitte? Es ist ja der Mittelpunkt, es ist ja der Nukleus all dessen, was um Sie rumkreist. Ja, aber ich nehme mal so ein Thema wie P2P. Da kann ich natürlich einerseits die These vertreten, das gehört möglicherweise in ein separates System, so wie es globale Anbieter vormachen. Oder ich kann sagen, das war unsere Entscheidung, P2P gehört direkt ans Konto. Instant Payments gehören direkt ans Konto. Es sollte nicht so sein, dass derjenige, der Instant Payments durchführen will, auf einen separaten Dienstleister zugreifen muss, der das irgendwie über eine intermediäre Lösung abwickelt. Insoweit kann man auch, glaube ich, wirklich nur der Initiative EZB Bundesbank dankbar sein, Instant Payments als grundlegende Infrastruktur, Architektur
in Europa zu verankern, mhm, weil das natürlich die Kontobeziehung stärkt. Und es wird dann unsere Aufgabe sein, Instant Payments eben auch nicht nur als Technologie, sondern wirklich als eine Lösung, die begeistern kann. Und ich hoffe, dass jeder hier im Raum schon mal eine Instant Payment Transaktion getätigt hat, das dann auch wirklich rüberzubringen, ja, dass das eine tolle Sache ist. Aber diese schnelle Zwischenfrage. Ich würde es total gerne ergänzen und sagen, bitte. Ich kann das alles komplett unterschreiben. Ich glaube, das Erfolgsmodell für die Banken wird sein, dass wir eine integrierte Lösung haben. Ja? Es hilft uns nichts, wenn wir einen Identitätsdienst haben, wenn wir einen Peer-to-Peer-Dienst haben, wenn wir irgendwie online Kredit machen. Das muss alles integriert sein in einer Kundenerfahrung. Ja. Und wenn wir das ausgeknödelt kriegen, wie wir das zusammen darstellen können, sodass alle Beteiligten Spaß haben, dann werden wir auch weiter hochgradig relevant bleiben. Und wenn wir uns da nicht zusammenfinden, werden wir Service für Service disintermediert werden. Schnelle Zwischenfrage, Frau Dietze, weil Herr Mersch es vorhin auch schon angesprochen hat, dass es inakzeptabel sei, wenn eine Instant-Payment-Zahlung 0,2 kostet, Banken dafür aber deutlich mehr berechnen. Wann sind Eingriffe in Preise und Gebühren aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Da können wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden drüber referieren. Vielleicht machen Sie es mir zuliebe, ganz kurz. Also wann muss der Gesetzgeber eingreifen? Das ist ja immer dieses schwierige Thema, weil am Ende entscheidet der Verbraucher. Also es gibt ja ohnehin schon ein Diskriminierungs- und Wucherverbot, was immer greift bei Preisregelungen, wenn sie halt zu hoch oder zu unangemessen sind. Wann der Gesetzgeber ins Pricing eingreifen sollte, ist sicherlich eine extrem diffizile Frage, die ich tatsächlich auch eher den Wettbewerbsbehörden vorbehalten lassen würde an der Stelle. Sicherlich ist, dass die Frage ist wahrscheinlich eher, wie teuer möchten Akteure etwas machen, um wettbewerbsfähig noch auf dem Markt zu sein. Ist da nicht auch ein gewisses Eigeninteresse? Und das Thema juckt auch Herrn Martin. Ich wundere mich immer über diesen Reflex, der sofort ausbricht. Hier kommt eine neue Leistung, die einen tollen Zusatznutzen hat, die hohe Investitionen vorausgesetzt hat, die auch hohe laufende Kosten im täglichen Betrieb verursacht. Und der erste Reflex ist, wieso kostet die was? Und mich wundert das umso mehr, weil das ja nun wirklich eine sehr werthaltige Leistung ist, das beliebte Beispiel Gebrauchtwagenkauf. Da geht es doch wirklich darum, eine für den Kunden in dem Moment sehr bedeutende Situation sicher abzuwickeln. Vielleicht gibt es auch andere Situationen, die emotional bedeutend sind. Weiß ich nicht, Großeltern wollen ihren Enkeln gleichtägig zum Geburtstag noch schnell was überweisen. Das sind doch Situationen, die einen hohen Wert dann auch für den Kunden beinhalten. Und dann soll es erstmal schon von vornherein kritisch sein, wenn das vielleicht so viel kostet wie ein Anruf beim European Song Contest. Das erschließt sich mir nicht. Ja? Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen. Herr Pauli, warum brauchen wir trotzdem diese Eingriffe, obwohl der Verbraucher entscheiden kann, wohin er geht? Ich würde es mal anders anlegen. Also Preise regeln sich im Wettbewerb. Genau. Das ist wichtig. Und da sind wir die Letzten, die das nicht auffordern würden. Es gibt aber manchmal Situationen, da klappt etwas im Wettbewerb nicht. Und dann gibt es Situationen, wo man sagen muss, okay, wie regelt man das jetzt? Das ist immer eine Ultima Ratio, damit es nicht immer heißt, nach dem Motto, Verbraucherschützer schreien nach Preisregulierung. Wir sind da selber sehr vorsichtig, wir haben es vorgemacht beim Basiskonto. Die Richtlinie hätte gesagt, Gesetzgeber kann vorgeben, es muss kostenlos angeboten werden. Wir haben gesagt, nein, ist eine Dienstleistung, wir müssen natürlich ein angemessenes Entgelt haben, aber nicht kostenfrei. Also das erstmal als Grundeinstieg, damit man es nicht falsch verstanden wird. Hier haben wir momentan die Situation, dass es sehr, sehr unterschiedlich bei den Instant Payments ist, die ja noch nicht wirklich beim deutschen Verbraucher im Markt angekommen sind, weil die Ausrollung ja auch noch im Gange ist. Dass es sehr unterschiedliche Preise geben, die gehen von 0 Cent bis 2 Euro pro Buchung. Also deutlich mehr als 0,2. Und das Problem wird sein, wichtig ist, dass es einen fairen Ausgleich gibt über, wer bezahlt etwas und wer hat den Nutzen. Und bei den Instant Payments haben wir die Situation, dass wir merken, ja, es gibt gewisse Verbrauchercases, wo das sinnvoll ist, Gebrauchtwagenkauf, d'accord, Kinder im Ausland brauchen ganz schnell Geld, d'accord. Aber der Hauptbusiness Case ist, glaube ich, hier beim Handel. Diese Vorstellung nach dem Motto, dass man noch besser als eine Barzahlung Geld sofort haben kann, und zwar sofort auf dem Konto haben kann, ist ein ungeheurer Mehrwert. Und der ist da und der ist auch völlig in Ordnung. Das Problem ist,
nach dem Motto, wenn ich über Instant Payment als Verbraucher einem Händler zahle, dann bin ich derjenige, der die Überweisung auslöst. Ich bin der Kostentragungspflichtige des Zahlungsvorganges. Ich kriege das auf meinem Kontoauszug oder später dann auf mein Statement of Fee einmal jährlich ausgewiesen. Und wenn ich dann zufälligerweise Kunde eines der Institute sind, die dann sehr kostenintensives Modell draus gemacht hat, dann kriege ich entsprechend einen bösen Schreck und werde das vielleicht nicht mehr machen. Oder aber auch, wir alle zahlen irgendwo mehr, weil sich die Kostenelemente entsprechend entwickeln. Das heißt, da muss man nochmal gucken, da ist natürlich ein Webfehler in der Regulation drin, die dafür sorgt nach dem Motto, dass hier nicht diejenigen, die wirklich den größten Nutzen an dem Instrument haben, auch diejenigen sein müssen, die Kosten dafür übernehmen. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo man dann sagen kann, okay, das wird man sich ansehen müssen, da wird man vielleicht bessere Möglichkeiten schaffen können, wenn das sich so ausarbeitet. Aber das ist tatsächlich vielleicht das Problem. Wenn natürlich tatsächlich die Instant Payments den Verbraucher nicht groß was mehr kosten, wird sich das Problem auch nicht so stellen. Ne? Es kommt darauf an, wie die Verbrauchererfahrung in dem Kontext jetzt sein wird. Auch da würde ich Ihnen, Herr Pauli, komplett zustimmen. Ne? Also das ist ein Thema, was wir auch im ERPB klar identifiziert haben. Der Händler hat in dem Fall den Nutzen und wenn er sagt, ich möchte diese Dienstleistung Instant Payment abrufen, weil ich diesen Nutzen haben möchte, war es ein geteiltes Verständnis, dass das nicht zulasten des Konsumenten sein kann. Und das würde auch diesen ganzen Diensten sehr zum Nachteil gereichen, genau. Wenn der Konsument jetzt, ich sag mal, über so einen Zahlungsinitiierungsdienst eine Zahlung auslöst und findet das total schick und macht das vielleicht 5-mal und dann schaut er hinterher auf seinen Kontoauszug und wurde mit 7,50 Euro belastet. Das hilft, glaube ich, keinem von uns. Und da müssen wir eine Lösung finden. Passt genau in die Kategorie dessen, was ich vorher gesagt habe. Die PSD2 kam, ich sag mal, von einer Vorstellung, was wir online haben, müssen wir auf die Schnittstelle bringen. Regulatorisches Projekt hat genau das umgesetzt. Und wir müssen jetzt darauf aufsetzen und sagen, was sind denn die Leistungen, die wirklich relevant sind, um das Produktangebot, was daraus entsteht, nach vorne kommt. Und da würde ich Ihnen, Herr Pauli, widersprechen. Da sollte man nicht sagen, oh, das ist ein Webfehler, da hat der Regulator nicht aufgepasst, ja, sondern sollten wir gucken, dass wir im gemeinsamen Dialog Lösungen finden, dass wir einfach die Chancen jetzt schnell ergreifen und der Regulator sagt, Mensch, schön, dass ihr diesen Impuls aufgenommen habt und habt es verstanden, wie es gemeint war. Herr Dr. Martin, bei Herrn Krautscheid meine ich vorhin rausgehört zu haben, dass die deutsche Kreditwirtschaft sehr intensiv an der Bildung, Diskussion um ein europäisches Scheme beteiligt ist. Das war für mich neu. Was genau steckt dahinter? Er sagte dann auch noch, es muss gucken, dass das Beste aus allen Welten entsteht und nicht irgendjemand muss irgendwas aufgeben. Was konkret wird besprochen? Jetzt ist es ja nicht ganz neu, wenn man die Vergangenheit bemüht, war, wenn so will, das Eurocheck-System ja das erste europäische System. Es gab einen Ansatz, der hieß Monet, wird sich der eine oder andere auch noch daran erinnern. Was jetzt, glaube ich, heute neu ist, und das hilft uns auch bei dieser Diskussion. Was neu ist, ist, dass wir einerseits tatsächlich verstärkt auch diesen Druck verspüren aus dem Osten und aus dem Westen der Welt, und uns auch wirklich die Frage stellen müssen, wie können wir dort als Industrie auch etwas entgegensetzen. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass die Politik und auch die darum liegenden Institutionen bis hin zum Wettbewerbsrecht, glaube ich, sehen, dass wir hier auch nochmal neu drauf schauen müssen, was ist eigentlich der relevante Markt? Wie wollen wir auch Überleben von Industrien in Europa sicherstellen? Und das ist dann das Allerwichtigste, wie wollen wir es erreichen, dass am Schluss die Verbraucher davon profitieren? Und ich glaube, dieser Blickwinkel, der ist neu und der hilft uns auch. Und insoweit, ja, ist es richtig, dass wir uns auch nochmal untergehakt haben und gesagt haben, dort, wo die Bereitschaft ist, hier neu nachzudenken, und die Franzosen sind ja schon genannt worden, aber natürlich auch ERPB. Und ERPB ist ja jetzt auch nicht nur Banken, sondern das sind alle Stakeholder. Dort sollten wir uns einbringen und versuchen, ja, ausgehend natürlich von Lösungen, die schon da sind, weil wir sind ja nicht in einer grüne Wiese-Situation, wo wir sagen können, wir überlegen mal 3 Jahre und dann stellen wir irgendwo irgendwas hin, sondern ausgehend von dem, was da ist, zu gucken, wie kriegen wir das in einen europäischen Lösungsansatz, der wirklich auch auf Dauer effizienter ist. Effizienter muss er sein, glaube ich, weil sonst ist man nicht wettbewerbsfähig. Effizienter ist und gleichzeitig wirklich auch Autonomie von Verbrauchern und Unternehmen und letztlich auch Banken natürlich in Europa stärkt.
Herr Schäfer, Sie sitzen, wenn ich richtig informiert bin, auch als Bankenvertreter einer Arbeitsgruppe bei der EZB. Ist die Wahrnehmung von Herrn Martin richtig, dass die Zeit heute reifer ist, was europäische Themen angeht, oder ist das nur eine deutsche Sicht? Also sind die Ausländer genauso offen für mehr Europa? Also wenn ich nochmal abstellen darf auf die Reden, die zuvor genannt wurden, wo man über diese Bedrohungsszenarien, Relevanzszenarien von verschiedenen Seiten gesprochen hat, auch inklusive der Bundesregierung, war ich sehr überrascht in der Arbeitsgruppe, die nur eine europäische Arbeitsgruppe ist, dass alle genickt haben. Da gab es jetzt keinen, der gesagt hat, ach nee, ist nicht so dringend und so, sondern die haben alle gesagt, das wollen wir. So. Gut. Totaler Konsens über alle Länder, Nordeuropa, Südeuropa, West-, Osteuropa, Konsens. Ja. So, und da machen auch alle mit. Ja. Der BVR ist auch vertreten in der Arbeitsgruppe, vertritt da die europäischen Genossen. Und ich glaube, für die Firmenkundenbanken ist es relativ einfach, weil wir sowieso europäisch unterwegs sind. Ja, die großen Firmenkundenbanken wie eine Deutsche Bank sind europäisch unterwegs. Ich glaube, die Herausforderung, vielleicht wollen Sie dazu auch was sagen, ist eher zu sehen im genossenschaftlichen Sparkassensektor, weil dort ist man ja schon sehr regional, lokal verbunden. Ja. Und da weiß ich, dass es die Bereitschaft und den Wunsch gibt, international zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob man sich da schon so gut genug kennt und das Vertrauen hat, in diese Richtung zu gehen. Mein Eindruck ist ja, aber wenn Sie... Wenn Sie die Vorlage geben, natürlich gerne. Ja. Letztlich haben wir ja immer Lösungen gefunden. Herr Roth ist noch nicht da, aber der wird ja heute Nachmittag da sein. Wir sind natürlich an diesen Stellen mit der DZ-Bank unterwegs, die dann auch natürlich als zentraler Verhandlungspartner und Bindeglied ins Ausland zur Verfügung steht. Und Sie haben es ja genau gesagt, auf der Ebene der europäischen Genossenschaftsbanken haben wir natürlich Spiegel-Arbeitskreise, wo wir auch tatsächlich uns vorher synchronisieren, sodass wir dort auch jetzt unter der Überschrift der europäischen Genossenschaftsbanken durchaus mit einer Stimme sprechen können. Frau Dietze, Instant Payments wurde schon angesprochen. Hier gab es eine Initiative der EZB, die das Ganze richtig ins Rollen gebracht hat. Wie viel Freiheit sollte man der Branche, Bank, Kreditwirtschaft lassen bei solchen Dingen? Ab wann müssen von mir aus Notenbanken oder auch Gesetzgeber EU eingreifen und hier eben einen Rahmen schaffen, in dem jetzt Dinge vorangetrieben werden? Auch wieder eine bisschen hypothetische Frage natürlich. Also es besteht ja Einigkeit, dass Instant Payment durchaus nochmal einen Innovationsschub in den Zahlungsverkehr bringen kann. Brauchen wir sowas für ein europäisches Scheme? Der wird natürlich nur greifen, wenn alle mitmachen. Und deswegen denke ich schon, dass auch die neue Kommission, das eine Frage ist, die sich der neuen Kommission sehr bald stellen wird, inwieweit sowas man dem Markt wirklich überlassen kann und inwieweit es nicht, um diesen Innovationsschub auch flächendeckend zu ermöglichen, einer regulatorischen Unterstützung braucht. Mhm. Auch hier, weil das so häufig genannt worden ist, bei Instant Payment, man braucht ja nicht nur das Scheme, man braucht ja auch das Geschäftsmodell, was drauf gebaut wird. Und da, denke ich, sind wir wieder genau vor der Herausforderung. Da ist es auch eine Frage der Geschwindigkeit, wer dann sozusagen in der Lage ist, Instant Payment so zu nutzen, damit es den größtmöglichen Nutzen auch entfalten kann in Europa. Also. Das nehme ich mit Blick auf die Uhr, sonst kriege ich wieder ganz furchtbar geschimpft, weil wir schon wieder 10 Minuten drüber sind, ein bisschen als Schlusswort. Frau Dietze, meine Herren, ich sage herzlich Dankeschön. Ich bin gespannt, wie viel von dem, was wir heute bedacht haben, in 2 Jahren auf dem nächsten Zahlungsverkehrssymposium dann quasi schon Realität geworden ist. Aber ich denke, es geht schnell voran. Vielen Dank.